Hallo und herzlich willkommen, meine Zuschauer, zu meinem neuesten Let's Play. Wie ihr schon am Hauptmenü sehen könnt, handelt es sich um ein ganz besonderes Rollenspiel, das meiner Meinung nach gut sein muss, denn es erinnert mich sehr an Baldur's Gate. Hat ja auch dieselbe Engine, ist von fast derselben Firma, die das in Zusammenarbeit mitgemacht hat, nämlich von den Black Isle Studios. Huhu, 2000 kam das Spiel raus. Es wurde gepublished von Interplay, steht da unten auch. Und ich erwarte mir eine spannende Reise, meine Freunde, auf der ihr mich begleiten könnt. Und falls ihr jetzt denkt, wie, du willst das alleine spielen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das wirst du nie schaffen, dann sage ich, falsch gedacht. Denn, ich habe einen Mitspieler. Wer könnte das wohl sein? Hä? Mano, du sollst nicht lachen. Sag was. Nein? Okay, er will nichts sagen. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich kann mir vorstellen, dass das ein ziemlich langes Let's Play wird. Diejenigen von euch, die das Spiel kennen, die werden das wahrscheinlich wissen. Die, die es nicht kennen, denen sei das jetzt einfach mal gesagt. Das Spiel ist nicht kurz. Also Sachen, die ich davon gelesen habe und so, das klang alles recht umfangreich. Es ist zwar nicht so umfangreich wie Baldur's Gate, aber es kratzt daran. Es ist schon länger als die meisten mo modernen Rollenspiele. So, wir haben hier ein Bildschirm, wie ihr seht, wo wir unsere sechs Charaktere erschaffen können. Das ist dann unsere Gruppe, die wir im Spiel steuern. Und ich habe das so gedacht, dass jeder von uns, also wir sind ja zu zweit, jeder von uns drei Charaktere spielt. Das kommt dann einfach besser. Und wie es in solchen Spielen üblich ist, wird das alleine schon ziemlich lange dauern, die ganzen Charaktere zu erschaffen, weil man das nicht ganz kopflos und unüberlegt machen kann. Und mein Mitspieler hat sich jetzt hier mal angeschlossen. Tsume, wer nennt sich Ich so? hätte mich umbenennen sollen, oder? Okay, jetzt ist es sowieso enttarnt. Spinatpizza ist mein Mitspieler. Das ist unser Wirt, unser längstes Let's Play Together, das wir bis jetzt hatten. Ich will gar nicht mutmaßen, wie viele hunderte Videos, aber wir werden so dick. Sechs. 600, okay. Nein, nein, sechs. Nur Es wären sechs. sechs Videos. Ach, du meinst, bis wir angefangen haben und an der ersten Goblin-Gruppe verreckt sind? Und dann merken, nee, das schaffen wir nie. Nein, vorher. Wir verlassen das Haus und sind erfroren. Fertig. Nein, also wir haben eine Testrunde gemacht, so Das wäre aber bis zur cool. ersten Gegnerrunde, bis zur ersten Gegnergruppe und wir sind einfach nur gestorben. Bevor du deine Charaktere erstellst, darf ich meine auch machen? Ja, du darfst deine auch Ja, du machen. musst mir erst noch die Rechte Ach geben. ja, genau, ich musste dir ja zuweisen. Wie geht das nochmal? Du klickst da Erlaubnis. auf den Namen Ach und ja, wählst es aus. genau. Danke. Die Rechten sind für Spinatpizza und die Linken sind für mich. Das ist jetzt keine politische Aussage, das ist einfach nur richtungstechnisch. So, während Tsume seinen ersten oder Spinatpizza schon seinen ersten Charakter erstellt, mache ich das jetzt auch. Wir gehen natürlich nur so nach Werten, die sich einfach nur cool anhören und nach Charakteren, die gut aussehen von den Bildern her, was überhaupt keinen Einfluss hat. Genau. Weil wir wissen nicht so irgendwie, dass Elfen irgendwie, keine Ahnung, plus 1 auf Intelligenz und minus 1 auf Weisheit oder irgend so einen Kack haben. Also wir sind von diesem Regelwerk, das ist ja das Dungeons and Dragons Regelwerk, ne? Ja, keine Ahnung, welche A, D und Version. D Regelwerk. Version 3, keine Ahnung, Wir weiß ich sind nicht. jedenfalls nicht so die Experten. Also man hat das schon mal gehört und mal irgendwo gelesen und sowas, aber wir sind jetzt nicht die Experten schlechthin. Also wir haben auch nie, keine Ahnung, das Pen and Paper Spiel oder so gespielt. Aber ich sag mal so, man kann sich in alles reinwriemeln. Das wird schon irgendwie Was funktionieren. für eine Gesinnung willst du hauptsächlich haben? Gut? Neutral? Ich mach so Böse? gut neutrale, würde ich sagen. Okay. Ich erstelle hier gerade einen Menschen, einen männlichen Menschen. Einen männlichen Menschen. Einen männlichen Menschen, den ich zu einem Kämpfer machen will. Das wird derjenige sein, der mit Schild und Schwert an der Spitze steht und die feindlichen Horden abhält davon, die Zauberer zu töten und keine Ahnung. Oder die Person, die als erstes stirbt. Ja, genau. So könnte man es Ja, auch so nennen. ist das bei uns. So ist die Definition bei uns. Der Erste, der sterben wird, der ganz vorne steht. Und der Rest, der stirbt dann später. Und ich habe ja mal super Werte So, wir haben hier gewürfelt. verschiedene Gesinnungen, die wir wählen können. Und ich glaube, ich mache einen rechtschaffend guten Kämpfer.
Ich kann euch das ja mal vorlesen. Charaktere mit dieser Gesinnung glauben, dass eine geordnete und starke Gemeinschaft mit einer gut organisierten Regierung für die Mehrheit der Leute bessere Lebensbedingungen bietet. Um die Lebensqualität zu sichern, müssen Gesetze erlassen und befolgt werden. Wenn die Einzelnen die Gesetze beachten und versuchen, sich gegenseitig zu helfen, gedeiht die Gesellschaft als Ganzes. Aus diesem Grund streben rechtschaffen gute Charaktere nach den Dingen, die am meisten Vorteile für die meisten Leute bringen und am wenigsten Schaden verursachen. Ein ehrlicher und hart arbeitender Leibeigener, ein gütiger und weiser König oder ein strenger, aber gerechter oberster Richter sind Beispiele für rechtschaffen gute Leute. Wall of Text. Ja, das habe ich jetzt einfach mal gewählt. Also Leute, die viel Action sehen wollen und einfach nicht zuhören wollen und abschalten wollen oder so. Und keine Texte lesen und wollen. Und keine Texte oder lesen wollen und so, die können eigentlich gleich abschalten. Aber ich werde euch sagen, ich ziehe das hier durch. Wer keinen Bock drauf hat, der kann umschalten. Das ist mein Programm. Ha, ha, ha. Ich habe gerade so getan, als wäre das eine Fernsehsendung. Habt ihr das mitgekriegt? So, was ist natürlich für einen Kämpfer wichtig? Nicht Weisheit. Ich werde diese ganzen Punkte nehmen und alle auf Stärke kloppen. Du willst die nicht auswürfeln, die Werte? Nee, ich mach das so ein bisschen selbst. Konstitution ist auch noch wichtig. Na, ich würfe wenigstens noch, ja. Weisheit braucht ja wirklich nicht viel. Also man kann maximal bis auf 18 hochgehen. Geschicklichkeit 11 geht eigentlich auch. Intelligenz, der braucht nicht intelligent sein. Ich höre die Stimmen zum Glück nicht. Charisma mache ich 13. Oder 12, ja. Und dafür noch einen auf Konstitution. Charisma. Charisma ist eher wichtig für... Steht hier ja Druiden, Baden und Paladine, aber... Warum nicht? Dann können wir uns jetzt hier um die Fertigkeiten kümmern. Jetzt müssen wir... Haben wir 4 Punkte zu vergeben und können uns aussuchen, mit welcher Waffenart unser Kämpfer denn bewandert sein soll. Das ganze 4 Punkte? Ja, als Kämpfer hat man 4. Naja. Ich nehme wahrscheinlich große Schwerter. Das sind dann halt so Langschwerter und sowas. Und Äxte. Und dann vielleicht noch größere Schwerter. Dass ich vielleicht später noch ein Zweihänder oder sowas nehme. Das sehen wir dann, wie sich das entwickelt. Was hatte ich bei ihr? Waldläufer, ne? Aussehen. Waldläufer. Jetzt können wir hier uns aussuchen, wie unser Charakter denn im Spiel aussieht. Das sieht irgendwie scheiße aus. Das sieht irgendwie auch scheiße aus, das auch. Denn jetzt diese Haarfarbe. Die Haut passt. Nebenfarbe. Rot finde ich da schon gut. Hauptfarbe vielleicht so. Das ist doch in Ordnung. So. Jetzt können wir uns noch eine Stimme für unseren Kämpfer aussuchen. Wir nehmen natürlich eine männliche Kämpferstimme. Keine weibliche Magierstimme. Blutbad anrichten. Das klingt dumm. Das auch. Das auch. Das auch. Wappnet euch! Das nehme ich jetzt. Auch wenn es nicht unbedingt gut klingt. Ich nenne diesen Charakter Waldes. Jeder Charakter hat auch eine Biografie, die man, wenn man will, selbst schreiben kann, wenn man da wirklich sich viel Mühe geben will. Aber ich lasse das jetzt einfach mal. Hier haben wir nochmal die Übersicht, was wir denn hier veranstaltet haben. Und ich denke, das ist für den Anfang ganz okay. Während ich den hier gemacht habe, hat Spinatpizza seinen ersten Charakter gemacht. Wie spricht man das aus? Sonia oder Sonja? Oder? Weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht? Am Anfang wahrscheinlich haben wir stumpf Sonja. Jedenfalls haben wir dann hier die Übersicht. Geschlecht weiblich. Einen weiblichen Charakter braucht man auch, ja. Rasse, ein? Mensch. Ja, wir haben 3 am Ende, ne? Ja, glaube ich. Ja. Gesinnung chaotisch gut, also... So ein bisschen freier als das rechtschaffend Gute, die ja für feste Systeme sind. Wie, feste Systeme? Sonja oder Sonia oder wie auch immer ist eine Nekromantin. Mal was ganz anderes. Keine Ahnung, was es genau bringt am Ende. Ja, aber das klingt einfach nur cool. Der Nekromant war bei Diablo 2 schon so geil. So, Waffenfertigkeiten, Geschosswaffen, Inventar hat sie einen Stab. Und dann hat sie halt hier noch so ein paar Zaubersprüche, die sie am Anfang dann beherrscht. Necro und Dudu waren die besten Klassen. Ja, waren sie auch. Und der Barber war einfach nur scheiße, weil er am dritten Nackt über die ganzen Flüsse springen konnte. So, oh, ich habe ihn gehasst. Mache ich ein weibliches Wesen. Und das Bild habe ich mir schon ausgesucht. Tiefer? Diese hier. Pam. Die sieht aus wie ein Kleriker. Und deswegen wird's auch ein Kleriker. Mensch.
Klasse. Sieht aus wie eine Priesterin. Ja. Und was ist das? Hier steht, der Kleriker ist der Grundtyp des Priesters. Ha! Des Priesters. Des Priesters, ja. Genatzt. Des Priesters. Gesinnung. Die könnte rechtschaffen neutral sein. Ordnung und Organisation sind höchste Wichtigkeit für Charaktere dieser Gesinnung. Sie glauben an Regierung. Unabhängig davon, ob es eine Tyrannei oder eine Demokratie ist. Die Vorteile der Organisation und Regelung stehen über allen moralischen Zweifeln. Letztes hatte ich noch ein Beispiel. Wäre zum Beispiel ein Soldat, der niemals einen Befehl in Frage stellt, oder ein Inquisitor, der jeden Verräter aufstöbern will. Gut. Für Elfen sehen doch einfach nur schwul aus, Mäntle. Ja, deswegen mache ich ja Menschen. Für Kleriker ist Weisheit wichtig. Gnom? Ich hab einen Gnom, oder? Ein bisschen Konstitution und Intelligenz ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Geschicklichkeit habe ich jetzt mal ein bisschen vernachlässigt. Und Charisma gehe ich mal auf 10 runter und mache dafür noch einen Punkt auf Konstitution. Fertigkeiten. Hier haben wir schon eine eingeschränktere Möglichkeit als bei dem Kämpfer. Da würde ich einfach mal keulen und Streitkolben. Nee, oder ich mache Streitkolben und Hämmer. Würde ich da bevorzugen, wie es schon auf dem Bild so ist. Die hat ja auch einen Streitkolben. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, 3 Priesterzauber auswendig zu lernen. Dann nehme ich einmal leichte Wunden heilen. Dann hatte ich noch Heiligtum und Segen. Jetzt können wir noch das Aussehen bestimmen. Haarfarbe kann eigentlich so bleiben wie auf dem Bild. Nein, die Hautfarbe ist auch nicht so. Nein. Wo ist die normale Hautfarbe? Hilfe. Hilfe, ich habe die normale Hautfarbe verloren. So, ja. Ah! Nein, abbrechen. Ach, scheiße. Ja, so sieht die jetzt aus. So. Und einen schönen Namen. Eine schöne Stimme. Vielleicht eine hiervon. Es wäre besser, den Zorn einer Frau zu fürchten. Irgendwie kommt mir diese Stimme bekannt vor, deswegen nehme ich sie. Duck and Carrie. Irene. Oder Irene, oder wie auch immer. Die hat auch eine Biografie, die ich nicht selbst schreibe, obwohl ich Autor bin. Ich gebe mich jetzt damit zufrieden. Und Spinapizza hat währenddessen einen neuen Charakter gemacht, den zweiten Hildegard von Albion, oder Albion. Keine Anspielung auf irgendwelche Spiele. Nein. Hildegard von Albion ist weiblich, ein Halbelf, neutral gut von der Gesinnung her und ein Waldläufer. Hieß das eine Spiel nicht auch Albion? Keine Ahnung. Dieses alte? Ja. Heißt die Welt von Fable nicht auch Albion? Ja. Sind da Zusammenhänge? Komischer Zufall. Ich habe beide Spiele nicht wirklich viel gespielt. Waffenfertigkeiten natürlich Bogen, wie es sich für einen Waldläufer gehört. Wir haben festgestellt, dass Waldläufer ziemlich nützlich sind. Zumindest Bögen. Ja. So, jetzt mache ich nochmal den letzten Charakter für unsere Runde. Geschlecht männlich. Da wollte ich diesen hier nehmen, der sieht so geheimnisvoll aus. Als Magier. Guck dir das Bild an. Diesen hier, ne? Diesen. Der Typ mit dem schwulen roten Mantel. Ja, und dann mache ich mal Los, Schweinchen, quieke. Halbelfen mache ich, glaube ich, mal. Ich mache einen Halbelf. Er ist ein Zauberkundiger. Was lachst du? Nichts. Entschuldigung, aber das Spiel soll ernst sein, oder? Ja, warum? Nichts. Du sollst jetzt keine lächerliche Stimme wählen. Ich höre die noch nicht mal, das ist so ein kleines Problem. Okay, ich nehme jetzt einfach mal chaotisch neutral, das ist jemand, der, ja. Aber ich mache meinen Typen mal lieber nicht pink. Eigentlich das macht, worauf er Bock hat. Und nichts unterliegt einer Ordnung.
So ist der Zauberkundige hier bei mir auch. Das ist so ein Streuner.